Willkommen, meine lieben Freunde, zur 37. Folge Civ Comparison. Wir sind hier wieder unterwegs, um die Welt zu erobern. Hier mit unseren Karawanen rum, um aztekisches Gold nach Hause zu holen und wenn geht auch gleich Informationen über diese Insel von den Azteken. Kohle aus Neapel. Ich überlege gerade, ob irgendjemand von den Römern oder von den Sui die Kohle auch braucht. Das wäre nämlich da oben irgendwie besser gelegen, aber es schaut nicht so aus. Nur die Azteken und die griechische Stadt Athen. Verdammt. So, das heißt, wir müssen uns irgendwo hinstellen, wo wir sie abholen. Warte mal, wir haben hier... Der hier hat Silber und Kohle, die auch zu den Azteken geht. Der wird jetzt hier einen Diplomaten holen, den wir nach Norden bringen, zur Insel von Rom und... also zur römischen Insel, die jetzt bald nur noch uns gehört. Rom wird dort bleiben, aber an und für sich sonst nicht viel. So, wie bringen wir die denn darauf? Wie bringen wir den denn darauf? Und die zwei lassen wir hier, die gehen mit der Eisenbahn Richtung Aztekenland. Gut, wie bringen wir den darauf? Da könnten wir ihn herbringen. Da ist nämlich ein Weg. Das heißt, hier sollte die Karawane warten. Gut. Ah, der war schon dran, diese Runde. Gut, dann gehst du da hin. Elend. Dämliche Römer. So, machen wir da mal eine Eisenbahnlinie Richtung Kirchdorf. Und du wirst dafür abgestellt, diese Gebiete hier zu verbinden. Wir brauchen auch hier bei den Römern eine neue Eisenbahnlinie. Ja, was möchtest du mir sagen? Na gut, wir akzeptieren, weil wir nicht so sind. Wir gehen so, wir werden nach Kildir gehen mit dir. Du fährst zu den Su. Das ist nur wurscht. Das werden wir nicht mehr. Das werden sie nicht mehr. Die Sulu haben das fast fertig. Bist du wahnsinnig? Das heißt, das müssen wir jetzt kaufen. Das heißt, wir müssen unser Geld eh sparen für die Wunder wieder. Gebundenbord Ingenieure. Marktplatz. Stadtbord Ingenieure. Ist auch gut. Da brauchen wir auch mal einen Marktplatz rein. Wo liegt Philoch eigentlich? Ah ja, ich weiß schon wieder. Das ist auf der römischen Insel. Die brauchen definitiv keinen zweiten Kämpfer mehr, dort wo die sind.
Das heißt, wir können eine Karawane bauen. Besser ist es natürlich, wenn es nur einen wirklich riesigen Kontinenten gibt, weil mit den ganzen Schiffen, das ist fürchterlich logistisch, dass man da alles von A nach B bringt, außerdem braucht man Schiffe. Ich bin kein großer Freund von Schiffen in Civ 2. So. Was ist da oben? Vielleicht sollten wir da doch noch einen Rifleman bauen, weil dort landen die Zulus oder Zulus, wie man sie ausspricht, glaube ich, richtiger. Ah, Kirchdorf hat keinen Ingenieur. Na, das werden wir gleich ändern. St. Pölten baut Aquädukt. Ausgezeichnet. Hast du einen Ingenieur? Nö. Na, dann brauchst du das als nächstes. Hafen, du hast auch keinen Ingenieur. Ist gut. So, das heißt, da könnten wir. Upsi. Schauen wir mal, ich hoffe, der bleibt dort am Leben, der Diplomat. Gut, du baust mir auch eine Eisenbahn. Eisenbahn ist wichtig. Da zerstört man da mein Land. Idiot. Du wartest. Warte mal, Wein. Wohin geht der Wein? Der geht, glaube ich, darüber. Sonst wäre der hoffentlich nicht hier. Man sollte sich merken, wo die einzelnen. Ah, der geht nach Lugdunum. Ausgezeichnet. Du wartest. Jetzt steckst du da mal auf. Außerdem steckst du aus, du steckst auch aus. Und du steckst ein. Gut, jetzt ist das Städten auch verbunden. Was verbinden wir als nächstes? Irokastl. Hier. Allerdings überlege ich mal gerade, wie ich das am besten mache. Da hinten rum, über Linz oder über Wirhausen. Im Endeffekt, wenn wir beide Verbindungen machen, machen wir zuerst die von Linz weg. Wir wollen in Linz viel Produktion haben. Apropos viel Produktion, ich glaube, wir. Never mind. Da ist es. Wie viele Städte bauen wir gerade? Wien, W, Linz. Hat sonst noch jemand ein Wunder? Nö. Upsi, das wollte ich nicht. Und wo sind wir am weitesten? In Wien. Dann kaufen wir es da. Das ist am billigsten. Außerdem Wien produziert eh am langsamsten. Das passt eh, wenn wir dort kaufen. Außerdem werden wir in Linz umstellen auf. Wir haben Sebastian Bachs Kathedrale und das dort auch kaufen. Nicht, dass die sonst die wahnsinnigen Zulus sonst. Beides fertig bauen. Eines und das andere fertig bauen.
So, du wartest hier. Hallstatt. Da gibt es ja noch einiges zu verbessern. Aber hier auf der Mini-Insel gibt es leider nicht mehr wirklich was zu verbessern. Die warten hier jetzt alle, dass da ein Schiff vorbeikommt und sie abholt. Ein Schiff wird kommen. Einen lasse ich auf solchen Inseln gerne zurück, weil jetzt beginnt dann langsam die Umweltverschmutzung und dafür brauchen wir diese Leute auch. So, Ingenieure. Jetzt Zuschlag und Spital. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte da so fahren. So, du könntest gleich einmal diese Ingenieure, die keine Aufgabe haben, holen. So, jetzt haben wir da dieses Gebiet verbunden. Buffalo ist auch schon dran. Jetzt fehlt nur noch Schwarz und Atlanta und Chicago. Atlanta ist jetzt auch am Schienennetz. Und Chicago sowieso auch gleich. Da brauchen wir von der anderen Seite. Ja, dann ist dieser Kontinent möglicherweise sogar schneller alles verbunden als auf meinem Hauptkontinent. Allerdings auf meinem Hauptkontinent habe ich nicht mehr so viele Ingenieure. Also so gesehen ist das durchaus verständlich und dort sind auch die anderen Verbindungen schon besser. So, Purkersdorf. Gut, dann überlegen wir, ob wir uns dann noch irgendwo eine Stadt hinbauen. Da zum Beispiel. Das gibt es noch einen Wal und noch solche Fische. Da unten, da könnten wir auch noch eine Stadt herbauen. Oder da vielleicht sogar. Überlegen wir uns, und da oben gehört auch noch eine Stadt hin. Da hier vielleicht. Wo diese Straße ist. Brauchen wir sogar wirklich die nächste Stadt hin. Das ist deine Aufgabe. Das heißt, wir fangen wieder. Oh, wir sind wieder beim ersten Namen. Bludenz haben wir schon, seit ich mich entsinnen kann. Bludenz und Bregenz sind schon weg. Baden ebenfalls. Eine andere Stadt mit B. Bruck an der Mur. Kleinen Ruck an der Mur. Das heißt, jetzt sind dem Computer die Namen schon ausgegangen und wir sind schon wieder in der neuen Schleife. Nein. Industrialisierung, was bedeutet sie bauen dann?
Das heißt, sie können Women's Suffrage bauen. Engineers. Marktplatz als nächstes. Da brauchen wir ein Aquädukt. Kolosseum, das war jetzt wirklich nicht notwendig, glaube ich, in Bierhausen. Aber gut soll es sein. Jetzt haben wir es schon. Nein, keine Universität. Factory. Yay. Noch mehr zufriedene Leute. Und eine Fabrik. Noch eine Fabrik. Fabriken sind wichtig. Yes. Zwei Forschungen, nämlich Taktik. Das ist schön. Und was machen wir als nächstes? Die Corporation, die ist nicht schlecht. Da werden nämlich die Karawanen schneller. Ha! Da werden sie nämlich zu LKWs. Und das im Jahr 1784. Nicht schlecht. Weiß nicht, ob sie auch mehr produzieren, aber Amphibious Warfare können wir auch schon machen. Das sind Marines, kriegen wir dann. Atomic Fury ist aber, glaube ich, das, was uns eher freut. Und damit können wir Nuclear Fission und Mass Production hätte ich ganz gern. Oh, das braucht Automobil und Corporation. Na gut, dann sind wir da ja eh schon ganz gut. Electricity, Fundamentalism. Atomic Fury. Ja, Abandoned klingt gut. Abandoned ist gut. Abandoned ist gut. Ah, das habe ich befürchtet. Women's Suffrage ist schlecht. Das heißt, ich muss das auch jetzt fertig bauen. So, auch eine Fabrik. Irgendwo baue ich ja noch. Wir müssen jetzt unsere Startproduktion irgendwie ein bisschen ändern. So, in W bauen wir dann Women's Suffrage fertig. Und davor wollen wir aber noch irgendwo noch einmal starten. Zum Beispiel in Graz. Das heißt, da brauchen wir die Factory fertig, damit die dann auch gleich schneller produziert. Damit die dann gleich anfangen können mit der Produktion. Oh, Women's Suffrage kostet mehr. Das ist nicht so schlimm, dann haben wir eh noch Zeit. Mist. Ich dachte, das ist genauso teuer. Aber es kostet offensichtlich mehr. Na gut. So, du baust mir jetzt. Du baust mir die Straße Richtung Bruck an der Mur mal. Wenn, dann müssen wir das eher versorgen. Straßen und Eisenbahnlinien. Posten ist eigentlich gut versorgt derzeit.
So, wohin? Wie heißt die Stadt da hinten? Oakland. Bleibst hier stehen und wartest. Du gehst wieder da rein. So, du gehst jetzt da nach unten. Jo, was möchtest du von mir? Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass du Frieden haben willst, weil du hast mir erst den Krieg erklärt. Na, das kriegst du sicher nicht. Oh, Frieden? Na gut, ist mir auch recht. Dabei habe ich ihm gar keine Stadt weggenommen. Daiko Silk. Oh, das ist ja schön. Und wartest dort auf dieses Schippernackel. Okay. Es gibt nur noch zwei Sachen, die ich verbessern kann. Den Thron, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Und das da. Und danach kommen neue Sachen. Bäh. Schier. Ach, stimmt, da habe ich auch noch einen Krieg. Den habe ich total verdrängt. Bauen wir Ingenieure in Semmering. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Kill the about Engineers. Nochmal ein Tempel. Der kostet nichts. Stock Exchange. Diplomaten. So, dann baust du mir als nächstes Women's Suffrage hier. Gut, aber jetzt werden wir für heute Schluss machen, weil wir haben schon 25 Minuten. Und wir haben das Jahr 1786, das heißt, im C5-Teil werden wir wieder nur eine Runde spielen, aber in der Runde werden wir den Krieg gegen die Songhai jetzt starten. Das heißt, das könnte doch etwas länger dauern. Na gut, dann wünsche ich euch viel Vergnügen beim C5-Teil und bis später. Kommen meine lieben Freunde jetzt auch zum zweiten Teil meiner 37. Folge Civ Comparison. Wie schon angekündigt, werden wir
dieses Mal gegen diese Leute hier vorgehen, gegen die Songhai, einfach deshalb, weil diese Widerlinge Valletta erobert haben und Timbuktu nervt mich da eh schon die ganze Zeit. Das will ich eh loswerden, also so gesehen passt das schon. Also wir wollen Valletta erobern. Im Endeffekt, oder beziehungsweise eigentlich nicht erobern, sondern freikriegen. Dafür werden wir als erstes versuchen, einmal Timbuktu zu erobern. Das sollte eigentlich nicht so ein Problem darstellen. Wir haben mehr als genug Truppen hier, dass das glücken könnte. Ich habe kurz überlegt, ob ich gleich angreifen soll, noch 1780 jetzt. Aber ich möchte eigentlich, dass diese Musketiere weggehen. Vielleicht gehen sie jetzt in der Runde weg. Wenn sie weggehen, ist das nämlich sehr praktisch, weil dann kann ich nämlich mit meinen normalen Truppen reingehen. Was? Wieso denunzierst du mich? Was habe ich dir getan? Ah, vielleicht, weil ich bei denen einen Spion stehen habe. Das glaube ich gar nicht. Habe ich überhaupt bei denen einen Spion? Ah, ja, genau. Ah, das ist perfekt. Da im Wasser sind sie nämlich viel leichter angreifbar. Gatling-Kanone wäre auch noch ganz gut, wenn es da vorne wäre. Na gut. Wir werden denen jetzt den Krieg erklären und aus. Gummo. Ja, wir haben keine Trading Route mit ihnen. Sie haben eine mit mir. Nein, sogar zwei haben sie mit mir. Passt. Okay, tschüss. Gerade auf die Stadt oder auf das. So, diese Gatling-Kanone wird jetzt auch gleich mal darüber gehen. Wieso kann ich dich nicht aufrüsten? Oh, wir brauchen Pferde dafür. Wir haben keine Pferde? Echt jetzt? Oh Gott. Ach, ich bleib's da stehen. Handelsposten. Diese Gatling-Kanone. Dieser Kerl hier. Wenn ich den da herstellen würde, dann würden sie hauptsächlich mich angreifen und sie würden vor allem mit dem Dings nicht drauf kommen. Fangen wir mal da her und schauen wir mal, den würde ich da lieber herstellen, weil dann kann mich die Stadt auch angreifen ohne viel Probleme. Natürlich den großen Nachteil. Es liegt ziemlich blöd zum angegriffen werden. Du. Angreifst du die Stadt an oder auch den? Dann gehst du mal daher. Weil wenn er mich angreift, dann kommt er von der Seite und dann müssen wir da verteidigen. So. Stadtmauern haben wir da ja. Passt. Dann brauchen wir als nächstes eine Burg vielleicht sogar. Und da. Ein Arsenal vielleicht sogar. Oder einen Zoo. Komm mal zu.
So, wir haben das Jahr 1485. In Wirklichkeit müsste man jetzt sagen, dass wir jetzt aufhören, weil 1785, nicht 1485, was rede ich da? Die greifen an und die Stadt. Die Tribok greift natürlich nicht an. Jetzt frage ich mich natürlich, wo greifen die an? Wahrscheinlich die Gatling an. Mit etwas Glück greifen sie die Musketierer an. In Wirklichkeit werden wir Folgendes machen. Wir werden dann nächste Runde die Gatling an gegen ein Pferdl da austauschen. Dann kann die Gatling an sich heilen und wir schießen dann die Stadt nieder. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wir haben hier viel weniger Städte und die Angriffe auf Städte dauern halt viel länger als bei Civ 2. Okay. Na gut, bis dann. Schönen Tag.